Herzlich willkommen in der Marktkirche. In diesen Zeiten der geschlossenen Kirchen senden wir Ihnen täglich einen geistlichen Impuls. Im Römerbrief Kapitel 8 lesen wir, der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Geist Gottes, Heiliger Geist, was ist das? Schwierig zu erklären. Ich versuche es mal mit einer Gegenüberstellung. Zeitgeist, das kennen wir alle. Es meint etwas, das die Menschen in einer bestimmten Zeit prägt und beeinflusst. Etwas, das plötzlich in Mode kommt, in ist. Es kann Kleidung sein oder Sprache oder Musik, Lebensstil, Anschauung, Umgangsform. Der Zeitgeist ist eine aktuelle Bewegung und Strömung, die immer mehr Menschen ergreift und prägt, ohne dass man genau ausmachen kann, woher er eigentlich kommt. Man muss ihm kritisch begegnen, denn er überzeugt ja nicht immer mit Argumenten, sondern vor allem durch seine Sogkraft. Aber gerade deshalb wird er von den meisten positiv aufgenommen, weil er das täuschende Gefühl vermittelt, dass man mit ihm auf der richtigen Seite steht, dass man modern, zeitgemäß, aktuell ist. Und der Geist Gottes? Kein Zeitgeist, aber insofern vergleichbar, als auch er eine Bewegung ist, eine Strömung, die uns prägen kann, beeinflussen kann. Aber nicht im Hinblick auf unsere Kleidung oder Musik. Der Geist Gottes prägt uns in unserem Glauben, in unserer Hoffnung, in unserer Liebe, unserem Lebensstil, unserer Ausrichtung. Er ist eine Kraft, die uns befähigt zu einem Leben, in Einklang mit den guten Gedanken Gottes, unseres Schöpfers. Der Geist Gottes ist eine innere Stimme, die unserem Geist plötzlich klar macht, dass man nicht für sich alleine lebt, sondern eingebunden ist in die große Gemeinschaft der Familie Gottes. Das sagt dieser Vers aus dem Römerbrief. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn es jemanden gibt, der mich mit Gott in Verbindung bringen kann, der mir klar macht, dass ich bei Gott nicht im Abseits, sondern auf der richtigen Seite stehe, dann ist es der Heilige Geist. Er ist die Kraft, die mich für Gott begeistert, die mich immer wieder zu Gott zieht und meinen Glauben stark macht. Es könnte gut tun, jetzt, wo wir gerade viel Zeit haben, sie zu nutzen, sich nicht nur vom Zeitgeist beeinflussen zu lassen, sondern sich zu öffnen für den Geist Gottes, der uns wunderbare Erfahrungen mit ihm schenken kann. Und das ganz aktuell und zeitgemäß. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.